versteht was von Drinks. Na, dann soll es so sein, dass ihr was von Drinks versteht. Herzlich willkommen zurück bei Starfield. Wir werden jetzt schauen, dass wir für die Borealis, für den DJ... Ich nehme erstmal nur ein Bier. Alles klar, bring ich dir gleich. Schauen, dass wir die Slate vielleicht wieder beschaffen, wo von den letzten 3 Jahren ihre Arbeit drauf steckt. Logisch willst du wieder zurückhaben und wir werden schauen, dass wir ihr dabei helfen. Wenn wir schon in Neon sind, dann bleiben wir noch gleich eine Spur da und hinein ins Vergnügen, Leute. Willkommen. Bitte, mach's dir gemütlich. Möchtest du etwas trinken? Oder hast du vielleicht Lust auf unsere Mitglieder-Lounge, wo du in Ruhe dein Aurora-Erlebnis genießen kannst? Kann ich hier Aurora kaufen? Aurora darf nur über die Astral Lounge verkauft werden. Wir bieten nur einen sicheren Ort für ungestörten Genuss. Wenn du Zugang zur Lounge haben möchtest, kannst du ihn für einen absolut angemessenen Preis erhalten. Ansonsten kannst du dich gerne entspannen, Musik hören und vielleicht einen Chimera trinken. Hm. 5000 Credits. Pass auf, Zum Wohle. Wir sollen mit ihr aber reden. Sprich mit Mika. Vielleicht weiß sie mehr. Aber die redet mit mir über gar nichts. Hm. Willkommen. Bitte, mach's dir gemütlich. Ja, bitte, sag das jetzt den Satz nochmal. Auch keinen besonderen Ort, um Aurora zu genießen. Da muss ich widersprechen. Unsere Mitglieder-Lounge wurde für genau diesen Zweck konzipiert. Es handelt sich um eine sichere und überwachte Umgebung, in der du dein Aurora ohne Furcht vor Störungen genießen kannst. Vielleicht müssen wir das machen. So etwas ist in Neon selten. Wenn du Zugang zur Lounge haben möchtest, kannst du ihn für einen absoluten... Ja, das hat schon gesagt. Das überspringe ich. So. Ich sage mal das. Ich glaube, ich lasse das mit der Mitgliedschaft erstmal. Gerne. Sag Bescheid, falls du es dir anders überlegst. Falls du noch etwas brauchst, kannst du mich gerne ansprechen. Egal. Tatsächlich haben wir das machen müssen. Ich suche nach Informationen bezüglich einer geklauten Slate. Sie gehört eigentlich Borealis US. Verstehe. Für den richtigen Preis würde ich dir verraten, wo sie ist. Woher weiß ich, dass mir die Info auch hilft? Wenn du hinter der Bar stehst, sind die Gäste oft ehrlicher, als sie eigentlich wollen. Außerdem sind Infos nicht wie Drinks. Es gibt keine Kostprobe. Na gut, das werden wir einfach zahlen. Wir haben ja eh Credits. 1500 Credits. Es gehört halt manchmal dazu. Herzlichen Dank. Du suchst einen Mann namens Stratos? Geh zu Madame Sauvage. Dort findest du ihn. Er ist ein Fan von Miss Borealis. Oder vielleicht ist die Bezeichnung Fanatiker eher angebracht. Ah, okay. So oder so ist er dein Ziel. Aber das weißt du nicht von mir. Ich bin verschwiegen wie ein Grab. Oder im Überzeugen. Danke dir. Was für eine Art Mensch ist Stratos? Er ist eines dieser Arschlöcher, die Madame Sauvages Stammgast sind. Und er ist Madame ein glühender Sauvage. Verehrer von Borealis und ihrer Musik. Würde mich nicht wundern, wenn er sie aus diesem Grund bestohlen hat. Fans wie er fühlen sich durch solche Reliquien dem Objekt ihrer Bewunderung näher. Na, danke dir. Mögen all deine Reisen sicher sein. Ja, deine auch. Lebe lang und in Frieden, ne? Da wirst du jetzt den vulkanischen Gruß noch raushauen und alles ist gut, ne? Zu Madame Sauvage. Bin ich einmal gespannt. Ist es da drin oder ist es? Schade, dass ich aus dem. Ja, schade. Ist es hier? Oder müssen wir hier raus? Wahrscheinlich müssen wir hier raus, oder? Aus dem Weg!
Mir schwindelt. Na, wir müssen raus, ne? Ah, dann müssen wir rein. Na gut. Also auf die andere Seite um. Na gut. Website. Da rennen wir gleich ein bisschen herum, Leute. Madame Savage. Schauen wir uns an. Weiß ich gar nicht, waren wir da schon mal drin? Ich glaube, oder? Ah, da ist er ja. Dieser Song haut voll rein. Ja. Servus, Stratos. Ach, du schaust da aus. Ich fahr total auf ihre Musik ab. Na, wunderschön. Ich auch. Auch ein Fan von Borealis? Sie hat die besten Vibes und ist ein Biest mit den Beats. Ich stehe auf sie. Ihr Track ist gerade in meinem Kopf. Boom, boom, boom. Hörst du es? Hammer Stimmung. Na, da stellen sie sogar deine Hohe auf, ne? Ich brauch bloß bisschen mehr Aurora, um mit der Welle zu nicken. Eins mit der Atmo. Wasch dich und such dir einen Job. Ah, schön. Klingt, als wärst du ein ziemlicher Fan von Borealis. Ja, und darum will ich auch nicht hier sein, sondern in der Astral Lounge. Ich muss einfach immer hier sein. Bei ihr. Aber ich muss einfach drauf sein, um Borealis zu hören. Ohne Aurora kann ich nicht mit ihr fliegen. Du bist also echt ein Fan von Borealis. Ein Fan? Alter, ich bin viel mehr. Ich verfolge ihre Karriere seit ihren Anfängen. Ich kenne Stalker, jeden Song, sagt man dazu. Jeden Text und jeden Beat. Ich könnte dir auch sagen, wie viele Haare sie auf dem Kopf hat, falls dich das interessiert. Versteh mich nicht falsch, ich bin kein Freak oder so. Mhm. Ich stehe einfach auf ihre Musik, auf zellularer Ebene. Aha. Checkst du das? Mein ganzes Leben besteht nur daraus, diese Frau zu verfolgen. Ich kenne sie wahrscheinlich noch besser als sie sich selbst. Was gefällt dir so an der Musik von Borealis? Wie sie Farben tanzen lässt. Die meisten Beats sorgen für blitzende Farben und die Welt löst sich in Wellen auf. Bist du das drauf? Doch bei Borealis tanzt die Aurora auf unvergleichliche Weise. Schlimm gibt es, ist ja, dass so Leid wirklich gibt. Ein Farbspektrum, das nicht existiert. Wenn man drauf ist, reitet man die Welle bei den hohen Tönen nicht bloß. Man lenkt sie. Aha. Ich hörte über das Geräusch von Nägeln auf einer Tafel, bis meine Ohren bluten. Was ich genauso sehe, ist brillant. Du checkst es also. Na, ein bisschen schauen, dass wir mit dem auf die Wellen kommen, vielleicht. Die Mods von Borealis sind ein Erlebnis. Jede Note hebt dich wie eine Hand sanft empor, hinein in die Zone. Und der Gipfel der Musik fühlt sich an das wie nicht, eine neue Daseinsform. So, das sagen wir jetzt ganz einfach geradeaus. Borealis will ihre Slate zurückhaben. Angeblich hast du sie. Die gebe ich dir auf keinen Fall. Vergiss es, Alter. Dieser Slate bringt mich ihr näher. Als ihr größter Fan habe ich mir das verdient.
Sag mal das, wie konntest du nur dein Idol bestellen? Ich habe nichts gestohlen. Ach so, was dann? Borealis sagt immer, ihre Musik gehört den Fans. Ich habe nur genommen, was mir gehört. Bist du das drauf? So funktioniert das nicht. Naja, ich glaube doch. Ich gebe dieses Slate nicht her. Überzeugen, bestimmt kann ich dich irgendwie überreden. Warum sollte ich das aufgeben, was mich mit ihr verbindet? Vielleicht sollte man das sagen. Ich habe ihm das Wichtige. Schauen wir mal. Wir haben drei Züge. Und das können wir nicht. Eieieiei. Das geht ja nicht einmal aus. Mit dem, was ich da zur Auswahl habe. Aber das werde ich sehr dankbar, wenn du das Slate zurückgibst. Oder sie wird dich hassen. Oh nein. Sie sollte wissen, wie sehr ich sie feiere. Braucht das Slate, um Musik zu machen. Du beraubst die Galaxie neuer Kunst. Die Musik von Borealis kommt von Herzen. Die hält sie nicht fest. Ich werde sehr dankbar, wenn du das Slate zurückgibst. Echt? Ich dachte, sie kennt mich überhaupt nicht. Manipulieren? Manipulieren. Es würde Sinn machen, einfach das zu tun, was ich will. Ha. Klingt bei näherer Betrachtung gar nicht so unvernünftig. Ich sage es ungern. Aber du hast recht. Okay, hier ist die Slate. Aber nächstes Mal will ich eine so geile Mod hören, dass mir das Hirn explodiert. Ja, hoffentlich tut's das auch. So. Tschüss. Das ist ein Verrückter. Bist du narrisch, oder? Nix wie weg. Komm, Andrea, geh mal. Der hat sehr fest im Schüssel, ne? Wow, wow, wow. Was ist denn? Gut gemeinter Rat. Geh zurück zur Bayou Plaza, bevor die Disciples dich kriegen. Das sind die... Was? Disciples? Eine Gang. Die schlimmste überhaupt. Die stechen dich aus Spaß ab und wetten, wie lange du quiekst, bis du verblutest. Und das ist nicht übertrieben. Das haben sie echt gemacht. Der arme Ted. Danke für deine Warnung. Wir müssen aufeinander aufpassen, oder? Wir Kistenratten dachten früher, die Abside-Strikers wären schlimm mit den ganzen Überfällen und Erpressungen. Aber jetzt, wo die weg sind... Jetzt wünsche ich mir fast, sie würden nicht nur bei Madame Sauvage rumsitzen. Es wird immer schlimmer. Vielleicht checke ich diese Typen mal aus. Naja, du findest sie bei Madame Sauvage. Sie halten immer Castings ab, wie sie das nennen. Suchen nach neuen Leuten. Hey, wie wär's zum Dank mit einer kleinen Spende? Könnte mir das Leben retten. Hab ein Herz, komm. Ich hab's schwer genug. Ich wusste, dass du irgendwas willst. Dieses Mal nicht. Aber versuchen musste ich's, oder? Na, geh nur zurück. Digga, Zemin. Na, wenn's da sitzt, wirst du kein Geld zusammenbringen. Die Zeit ist komplett vor die Hunde gegangen. Viel zu gefährlich. So, jetzt bringen wir da alles ihre Slate zurück. Juhu! Mach mir bloß nicht das Lied. Und wir werden dann auch einmal schauen, ob es da so. Da gibt es ja eh, glaube ich, irgendwo diese. Terminals, wo man Aufträge kriegt. Ich hätte gerne mal ein bisschen auf Schiffejagd gehen, weil, wie gesagt, ich hätte gerne den Skill pushen, dass wir endlich unser Raumschiff fliegen können.
Wir sind irgendwie dauer am Keuchen, gell, Leute? Die Musik ist genial! Ja! Yeah. So da. Na, da wird sie sich jetzt aber freuen. Fühlst du die Musik? Ja. Hoffentlich gefällt dir die Musik in der Lounge. Ja, mit der ist mir gefallen, wenn du sie umdrehst. Na super. Ich habe deine Slate gefunden. Ein Fan hatte sie. Ein Fan? Echt? Obwohl, das kommt nicht überraschend. Die können ziemlich gierig sein. Wem was gehört, spielt dann keine Rolle. Das stimmt schon, aber das ist wohl der Preis des Ruhms. Und ich zahle ihn zu oft. Manchmal will ich aufhören und nur noch für mich Musik machen. Aber dann fließen weder die Credits noch das Aurora. Also machen wir weiter. Letzten Endes ja, ist alles nochmal gut gegangen. Ich habe meine Slate, also kriegen die Leute ihren Trip. Inspiration ist wie eine Welle. Manchmal bricht sie, bevor man sie reiten kann. Darum diese Slate. Sie ist wie eine Welle auf Abruf, ein Gefühl. Danke, dass du sie mir zurückgebracht hast. Ich hoffe, die Belohnung ist ordentlich. 3300. Wunderschön. Sehr gut. Viel Spaß bei der Show. So, Leute, jetzt werden wir schauen, wo wir da weiter tun. Wo tun wir weiter, Leute? Das ist das auf beim Mars. Story für CNN. Paradiso waren wir auch noch nicht. Das kommt aber noch, Leute. Das ist in Aquila. Das interessiert mich nicht. Teil der Loyalität. Begib dich nach Aquila City. Der Andrea sucht nach den alten Gefährten. Passt auf, Leute. Wir werden einmal da mal rausgehen auf alle Fälle. Oder wir werden es überhaupt so machen, dass wir draußen schauen, ob es also ein Terminal gibt. Vielleicht mit irgendwelchen Aufträgen. Wenn nicht, glaube ich, dass in New Atlantis so ein Auftrag ist, in der Nähe, dort wo man landet. Bleib locker. Wenn da so einer ist, müsste es den geben, auch normalerweise dort in der Nähe, wo man landet. Nehme ich mal an, ich glaube, dass dort sowas ist, oder war das nur der von Ryujin, das weiß ich jetzt nicht. Super. So Leute, da kommt man an, das ist der Ryujin, das ist der Infodesk. Oder doch, na siehst du, genau, das ist nur der Ryujin-Automat, da kommt man auf die Plattform. Da ist sonst nichts. Bevor wir nach Aquila City gehen und das checken mit die Andrea ihre Sachen, ja, werden wir kurz einmal nach New Atlantis hupfen. Das mache ich jetzt aber ganz frech über unsere Sternenkarte. New Atlantis ist Alpha Centauri System, ne? Oder bin ich jetzt da ganz deppert? Jameson, genau. Wohndistrikt, Hausdistrikt. Sergeant Yumi. Ich will aber nicht bei der Loge landen, ne?
Mit denen sollten wir auch noch reden, das ist ja auch irgendwas, ne? Da könnten wir auch wieder wem beitreten. Dann hätten wir dann die nächste Fraktionsquest. Vanguard beitreten, Yumi, Wohndistrikt. Ne, genau das ist es. Hol dir ein neues Schiff ab. Das würde ich gerne abholen, Leute, aber wir können es noch nicht fliegen. Das heißt, wir werden jetzt unbedingt schauen, dass wir ein bisschen unseren Flugskill pushen. Das ist mir ziemlich wichtig jetzt, muss ich sagen, weil... Ich konnte New Atlantis nie als Zuhause sehen. Auch wenn ich das vielleicht sollte. Das kommt schon noch vielleicht, Andreas, ja? Pass auf. Ich werde nur ganz... Du solltest ein paar der Schiffe sehen, die hier landen. Die Besitzer scheinen zu glauben, Thermoparasitennester wären eine lustige Dekorationsidee. Ja, das hast du uns schon mal erzählt. So, Ressourcen... Alles lagern. Dann hätte ich im Prinzip schauen können. Dann, oh ja, das schaue ich jetzt nach, weil für diese das mache ich vielleicht offscreen. Für den Rucksack-Mod, was wir brauchen für den nächsten, dass wir da weiterkommen. Ich werde das ganz kurz einmal abchecken, Leute. Es geht gleich weiter. So, da sind wir in New Atlantis. Und tatsächlich links in dieser quasi Bar, wenn man von der Landeplattform kommt, wo die Warburg, der mir geholfen haben mit ihren diesen Mittel oder diese Zusätze, was sie braucht hat für einen Spezialcocktail, die sie besorgt haben, dort gibt es einen Computer oder so ein Terminal, wo man Aufträge annehmen kann mit Sachen transportieren und Leute, also Crimson Fleet oder diverse Leute ausschalten oder auch so ausschaut, direkt Flotten oder Schiffe. Da bin ich jetzt gespannt, so einen Auftrag ist mal angenommen, können wir uns jetzt gleich dann einmal anschauen, was das genau ist. Hab dann ein bisschen geschaut wegen Special Mats, was wir nicht brauchen für unsere Sachen zum Herstellen, dass wir das skillen und leveln, dass wir den nächsten Skillpunkt dann, wenn wir dann die Skillpunkte verfügbar haben, später mal brauchen können, aber ich möchte natürlich unsere Waffen auch ein bisschen aufbessern. Das kann man gleich das verbinden und besser machen. Da ist schon jetzt schon ein neuer Aufsatz drauf, und zwar diese Fokuslinse. Die ist neu, die habe ich jetzt da drauf gemacht. Und es gibt aber natürlich noch ein paar andere Sachen. Dann länger der Lauf. Da brauchen wir zum Beispiel nur Eisen. Das heißt, wir müssen dann noch zum... Das mache ich dann auch offscreen, dann mache ich dann wieder einen Break. Erhöht Präzision Rückstoß auf Kosten der Visier-Ziel-Tempos. Das ist gar kein Problem, weil mit den Griff hier... Den könnten wir zum Beispiel jetzt schon drauf. Neodin brauchen wir für den. Erhöhte Präzision und die Rückstoßkontrolle auf Kosten des Visierzieltempos enorm. Ja? Aber er ist dann wesentlich besser, aber langsamer. Ja? Das können wir in stabilen Schaft, den können wir ja ganz einfach jetzt einmal. Brauchen wir Kolben und Griff Mods 3. Okay, reden wir nicht drüber. Intern Präzisionstuning, präzise getunt, um die Präzision und Reichweite zu erhöhen. Das ist eigentlich ein interner Mod. Den werden wir jetzt gleich einmal bestätigen. Zack. Erweist sich die Modifikation als nützlich. Ja, mit Sicherheit Präzisionstuning, weil das ist ja auch eine unserer Sniper-Waffen. Sniper-Yen, also für Laser. Lauf haben wir dann noch einen Standard, da brauchen wir, wie gesagt, Eisen, das holen wir dann vom Planeten. Oder vielleicht kriegen wir sie jetzt auch, wenn wir auf der Jagd sind, Optik. Haben wir das drauf, das passt eigentlich. Dann wollte ich noch bei dieser Waffe reinschauen, wo ist sie? Da, unser Sniper quer. Da haben wir den verlängerten Lauf schon drauf, Laser, Aufklärungs- und Laservisier. Markierte Gegner beim Zielen, markiert Gegner beim Zielen und erhöht die Präzision stark. Das werden wir machen. Da brauchen wir auch die auf 3. Da reden wir nicht drüber, habe ich jetzt auch nicht geschaut. Schalldämpfer ist super. Kurzreichweiten Zielfernrohr. Aufklärungszielfernrohr. Markiert Gegner beim Zielen, dann brauchen wir das auch auf 3. Reflexvisier, das passt eigentlich. Griff und Kolben haben wir da eh schon ergonomisch. Hochgeschwindigkeit, Verschluss, halbautomatisch, das passt auch. Skin ist Standard. Den kann man aber nicht ändern. Keine Ahnung, ob man da das finden muss. Dass man da einen besseren Skin drauf hat oder nicht, oder wie auch immer, muss man das lernen? Ich weiß es nicht, Leute. Da dürft ihr mich jetzt nicht ausquetschen. Das weiß ich nicht genau, dann werden wir noch ganz kurz einmal da reinschauen, ob wir da noch irgendwas machen können. Wie gesagt, da brauchen wir noch Eisen dazu. Keine Mod Optik.
Den ist auch Standard-Schicksal, können wir das auch leider nicht ändern. Präzisionstraining haben wir, taktische Batterie. Die habe ich installiert, weil es wieder das Visier zielen und Nachladetempo enorm erhöht. Ja? Wir haben ein paar Sachen drin, was verlangsamt. So gleichzeitig ein bisschen aus und wir verlieren die Präzision nicht. Ja? Das ist ja mal sehr gut. Griff und Kolben, da haben wir noch einen Standardgriff drin, stabiler Griff. Können wir noch nicht machen, haben wir jetzt erst geschaut. Mündung habe ich die Fokuslinse drauf. Und den Lauf können wir erst machen mit Eisen. Das heißt, Dichtmittel habe ich jetzt genug. Habe ein bisschen was eingekauft, weil man braucht man immer wieder. Anzugwerkstatt, da schauen wir noch kurz rein. Sauerstoffreserve, da könnte man drauf geben. Den Notfallmod, den haben wir jetzt. Sedativ um Herz. Notfallregeneration, Sanitäter. Hilfsitems regenerieren, zusätzlich Gesundheit und heilen rascher. Das ist sehr geil, aber da brauchen wir Rucksackmod 3. Dass außerhalb des Kampfes mal Gesundheit regeneriert, das ist mörderisch. Ja? Notfallversorgung, den Mod kann man noch nicht, auch erst auf 2. Sanitäter könnten wir mal Hilfsitems regenerieren, zusätzliche Gesundheit, heilen rascher. Den werden wir installieren. Zack. Jawohl. Und somit haben wir das jetzt mal abgeschlossen. Ich glaube, den könnten wir uns jetzt auch einmal anlegen, oder? Der hat zwar, wir haben halt 20 Gewicht weniger zu tragen. Das ist halt leider bitter. Aber das ist jetzt halb so wild, Leute. Wir werden ganz einfach jetzt einmal schauen, inwieweit, wo wir da genau hin müssen. Das machen wir vielleicht da über unsere Navigationskonsole. Stellen wir uns gleich richtig hin. Darauf müssen wir. Was? Platziere die verdaulichen Dateien. Das ist das Aquila, oder? Aquila, genau, da gehen wir noch nicht hin. Das kombinieren wir ja dann mit die mit der Andrea ihre Missionen. Ihr Quest. Das haben wir schon, das habe ich auch genommen. Zerstörte Crimson Fleet dort im Beazi-System, das werden wir gleich machen. Finde zerstörte Crimson Fleet Spectre und das werden wir gleich mal aktivieren und dann machen wir das auch gleich. Dass wir da in die Höhe kommen, ein bisschen mit unserem Skill, was wir brauchen. Da müssen wir da hinauf düsen. Beazi. Zack. Sprung! Bringen wir gleich mal. Bin jetzt gespannt, wie das ist, da wir ja jetzt zielen können. Oh, die sind da unten, okay. Nichts im Weltraum, schade. Wo soll denn das sein? Irgendwas vermisst, oder? Extreme Umgebung. Okay. Was ist da gestanden? Finde und zerstöre die Crimson Fleet Spectre. Die sind da bei dem Mond. Okay. Vielleicht können wir die jetzt ja dann entern. Dann haben wir dann endlich einmal. Können wir da vielleicht einmal auf ein fremdes Raumschiff gehen? Wir können zu Legenden werden. Ah. Zielerfassung, ja.
wie kann man das? Steuerung wechseln. Zielerfassung. Und wieso kann ich da nicht hin und her switchen? Ah, so kann man hin und her, okay. Das heißt ein Antrieb. Wieder was verlassen. Du bist erledigt! Wie kann man da jetzt andocken? Schilde. Kennen wir noch nicht ganz aus damit. Ja, das ist eh gleich hier. Okay. Wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte die jetzt eigentlich einmal entern. Was ist das? Cheyenne, da gehen wir nicht hin. Wurscht, die haben wir jetzt einmal zerstört. Also ist ein beliebiger Planeten des Nibo-Systems. Und Sprung. Na gut. Entern haben wir es aber nicht kennen, warum auch immer. Also entweder bin ich noch steppert dazu oder ich weiß es nicht. Grafsprung beendet. Oh ja. Falscher Ort, falsche Zeit. Scheiße, das ist die Mantis. Ja, klar. Scanner, verdammt. Ernsthaft, ist er noch kalt? Interessant. Ich habe alle Angst vor dem Raumschiff erst. Das ist im Endeffekt weg hier. Ich meine, einerseits ja cool, nur für sowas ist schlecht, ne? Oh, wir haben es nicht gespeichert, Leute.
Ich hoffe, da war ein Quicksave dabei. Wieder wir. Na schau. Ich fürchte fast, die sind ein bisschen zu heftig da. Schaut fast so aus, gell, Leute? Ups. Sande, sag einmal. Wo? Ich wollte andocken. Aber wir haben es geschafft. Graf-Antrieb geht wieder online. Läuft. Ich wollte es... Ach Gott, das Andocken war nur ganz ein kurzes Fenster. Aber da wir da jetzt so oft gestorben sind, wollte ich halt unbedingt jetzt da nicht wieder sterben. Ja. Reparieren. Eisen und Nickel, sehr gut. Hopp. Schwerloser Draht. 7000. Ist das kürzer? Oft haben wir es. Ich glaube es ja kaum. Alle ein Vorkommen.
Warte aus. Ach, ich hätte gerne andockt. Schade, schade, aber wir können ja noch so einen Auftrag nehmen. Und das ist weit weg. Wurscht. Noch immer 5000. Okay. Weißt du was, wir holen uns die Schiffsteile, Leute. Schade. Aber da ist unser Schiff halt noch ein bisschen schwach auf der Post, ne? Wie es ausschaut. Fliegen, das heißt erhöhtes Wendetempo und die Manövrierfähigkeit des Schiffs und dann ist dann B ist dann da unten. Das heißt, das schalten wir frei, zerstöre 15 Schiffe. Mhm. Aber dem, wenn wir das haben, können wir das machen, Leute. Wisst ihr, was das heißt? Das ist schon wieder desaktiv. Aktivitäten. Missionen. Okay, das haben wir schon. Okay. Das heißt, wir könnten wieder hinhupfen und wieder neue probieren zum Holen. Und Eisen haben wir jetzt auch gekriegt, gell, Leute? Im Weltall muss man ein bisschen Zeit haben, ne? Das Schliff, sage ich, ist jetzt da komplett repariert. Leute, ich werde jetzt einmal nach New Atlantis schauen, ob es da wieder einen Auftrag gibt für irgend sowas in der Richtung. Falls ja, nehme ich den an, denn wir müssen viele Schiffe erledigen. Und wir machen das dann noch weiter. Ich sage dabei, danke fürs Zuschauen, kurze Päusli und bis später.